Na Christian, was hältst du als Apple-User von dem neuen Telekom-Bezahlsystem MyWallet? Ehrlich gesagt nichts, Jürgen, weil Apple setzt auf die iBeacon-Technologie. Die ist in meinen Augen viel flexibler. Ja, schön, aber wenn ich mir iBeacon anschaue, dann ist es primär ein Apple-Thema. NFC ist dagegen universeller und in meinen Augen vor allem sehr viel kostengünstiger zu implementieren. Ob es ganzheitlich günstig ist, das sei mal dahingestellt. Außerdem setzt iBeacon auf Bluetooth 4.0. Damit steht eine viel breitere Plattform zur Verfügung. Und was will ich mit 1 cm Reichweite von NFC? Soll ich mein Handy punktgenau wieder an die Parkschranke halten oder an die Zapfsäule, dann kann ich gleich die Kreditkarte wieder verwenden. Es kommt ja auf Komfort an beim mobilen Bezahlsystem. Aber genau letzteres ist der Punkt, warum NFC in meinen Augen mit iBeacon nicht vergleichbar ist. Die geringe Reichweite ist nämlich ein Sicherheitsfeature. Was nicht weit funkt, kann ich nicht aus der Ferne angreifen. Und ich bleibe dabei, primär ist iBeacon oder Beacon nach wie vor nur ein Apple-Thema. Sicherheit ist natürlich so ein Standardargument, muss aber erst nachgewiesen werden, ob iBeacon wirklich unsicherer ist. Außerdem, was proprietäres Apple-Zeugs betrifft, was ist mit MyWallet? Das ist auf Telekom-Kunden beschränkt und die brauchen noch dazu ein NFC-fähiges Smartphone. Und ich halte es außerdem für ein flächendeckendes mobiles Bezahlsystem als sehr dumm, wenn man auf die Apple-User verzichtet. Denn viele Untersuchungen zeigen, iPhone-User sind deutlich zahlungsfreudiger als Android-User. Ja, okay, der Punkt in Sachen Telekom-Kunden geht an dich. Mein Wunschsystem sähe auch anders aus. Da wäre Apple mit von der Partie und das Ganze würde auf NFC basieren. So, dass ich in meinem Smartphone als digitaler Brieftasche sowohl meine Mastercard, meine Visa-Karte, meine EC-Karte, aber auch womöglich Kundenkarten wie Lufthansa Miles und More oder aber auch meine Carsharing-Karte in einem Portemonnaie habe. Und dazu dann ein mehrstufiges Autorisierungsverfahren. Beispielsweise Beträge bis 20 Euro nur mit dem Vorbeiziehen der Karte zahle, bis 200 Euro womöglich noch mit einer PIN-Eingabe und alles, was darüber hinausgeht, dann mit SMS als Bestätigung, so dass ich ein mehrstufiges Verfahren habe und damit größtmögliche Sicherheit. Ja, da wäre ich ja schon ziemlich bei dir, nur bitte ohne NFC. Es gibt zwar auch immer wieder Gerüchte, im nächsten iPhone kommt NFC, wie seit Jahren, ich glaube aber nicht daran. Und außerdem, ich halte das als keinen Kampf der Systeme NFC gegen iBeacon, das ist vielmehr NFC gegen Bluetooth. Denn neben Apple setzt zum Beispiel auch PayPal auf die Bluetooth-basierende Beacon-Technologie. Ebenso Qualcomm setzt sich für die Beacon-Technologie auf Bluetooth-Basis ein. Apple ist also nicht allein. Ah ja, im Prinzip schon allein. Das sind zwei kleine Player. Wenn ich mir anschaue, die großen Organisationen Visa und Mastercard setzen darauf. Die ganzen deutschen Sparkassen setzen auf NFC. Und mit Google ist noch ein weiterer mächtiger Player im Boot. Naja, was die Sparkassen betrifft, soll ich da mein Smartphone am Bankautomaten halten, kann ich gleich wieder die Kreditkarte oder die EC-Karte verwenden, etwas süffisant gesagt. Aber ein weiterer Vorteil, und das ist viel wichtiger von der iBeacon-Technologie, ist in meinen Augen, ich habe Indoor-Navigationsfähigkeiten, ich habe Tracking-Funktionen drin, das ist für Ladenbesitzer oder Kaufhäuser nicht uninteressant, die diese Technik letztendlich einsetzen müssen. Sie können Bewegungsprofile erstellen, was interessiert den Kunden und so weiter und so fort. Ich bleibe dabei, iBeacon ist eine flexiblere Sache und wird sich daher eher durchsetzen als NFC, das schon seit Jahren versucht, in den Schritt zu kommen.